Ist dir schon mal die Stadt unter der Rainbow Road aufgefallen und falls ja, hast du dich schon mal gefragt, wie sie von Nahem aussieht? Dem gehen wir im heutigen Video nach, denn ich habe eine Mod installiert, die Lucky Tour entfernt und auf dem Weg zur Rainbow Road erkunden wir noch viele weitere Strecken aus ganz neuen Perspektiven. Und damit starten wir in der allerersten Strecke, der allerersten DLC-Strecke hier in Mario Kart, und zwar der Paris-Strecke. Guck mal, das hier ist die Fortsetzung von dem ersten Lucky Tour-Video, was ich letztes Mal gedroppt habe. Und von daher gucken wir uns doch mal ganz genüsslich hier in den Straßen von Paris an. Ich meine, gucken wir uns durch oder so und schauen mal, wie weit die Hitbox reicht und wie weit wir uns umsehen können. Dort haben wir die erste Hitbox verlassen. Guck mal, was wird Paris wohl so für Geheimnisse droppen? Ich denke mal, hier ist doch safe überall eine Hitbox und wir können uns in den Straßen von Paris ein bisschen umgucken. Na, sieh mal eine an, da vorne schon der Eiffelturm. Gibt's hier wohl noch irgendwo anders ein krasses Geheimnis oder irgendwas? Jo, guck mal, wir sind im Restaurant drin. Ich glaube aber, das meiste von der Strecke sieht man, das ist ja im Allgemeinen irgendwie so, in diesen Tourstrecken, also in diesen Mario Kart Tourstrecken, dass man viel von der Stadt sieht. Guck mal, ein Experiment, was wir wagen können. Wir fahren erstmal auf dem Wasser hier. Genau, wir sind einfach auf dem Wasser drauf. Das Wasser hat mehr oder weniger eine Hitbox oder so. Was passiert hier? Aber ich glaube, auf den Eiffelturm selber können wir wahrscheinlich nicht drauf, oder? Oh, oh, der Eiffelturm hat keine Hitbox. Schade, Marmelade. Ich will hier rüberfahren. Was ist das hier? Ich bin noch nie in Paris gewesen. Dementsprechend kann ich nicht sagen. Guck mal, wir sind unten. Ja, von der Karte weg und hier gibt's auch keinen Boden mehr. Jetzt wird's richtig fresh, denn die Kokospromenade bzw. Coconut Mall, eine der legendärsten Mario Kart Strecken aller Zeiten, wird bestimmt irgendwas Krasses für uns haben, oder? Guck mal, allein dieser wunderbare Parkplatz hier. Die Autos sind real. Die Autos haben eine Hitbox. Warum haben die Autos direkt hier vorne eine Hitbox? Also guck mal, wir sind jetzt schon out of the map unterwegs. Was haben wir hier so schönes? Dino Outdoor Camping Goods. Kann man hier irgendwo campen? Und vor allem ist euch jemals dieses Schiff hier hinten aufgefallen. Also mir persönlich nicht, aber wir können auch nicht rüber. Guck mal, direkt hier am Anfang rechts, ne, ganz standardgemäß die Parkplätze. Ich glaube, das ist noch nicht so besonders. So, auf dem anderen Parkplatz, der hier noch so existiert. Was gibt es denn hier so Wunderbares zu entdecken? Ey, ohne Scheiß, ich liebe diese Mod so sehr, weil man so viel krasses Stuff entdecken kann teilweise. Hä? Oh mein Gott! Guck mal, hier fehlt einfach das Gebäude. Also ich weiß nicht, ob Nintendo zu faul gewesen ist, ob hier nochmal eine Textur hinzumachen, aber hier ist nichts. Da ist einfach eine Lücke im Gebäude drin. In der Mall selber habe ich nichts mehr gefunden. Deswegen geht es direkt weiter zur Tokio-Strecke. Tokio, wollen wir doch direkt mal in den Fake-Eiffelturm dort hinten, wo ich keine Ahnung habe, wie der wirklich in Wirklichkeit heißt. Tokio Tower, du Idiot. Kann man sich diesen Fake-Eiffelturm reinziehen? Hello, was geht denn hier hinten so? Ist hier wirklich noch eine Straße? Oder fällt man einfach durch? Nein, hier ist wirklich noch eine Straße. Wie cool. Also wir fassen zusammen. Dort oben ist die normale Strecke, die wir gerade gesehen haben. Und hier im Hintergrund kann man sich auch noch minimal umsehen. Aber ich denke mal, wir dürfen gleich jeden Moment durch den Boden fallen. Dort hinten viel Wasser. Ich weiß gar nicht, wie der Berg heißt. Der ist doch irgendwie Fuji, oder? Hopp, und jetzt fallen wir durch nichts. Alter, wie cool ist dieses Gebäude bitte im Hintergrund? Es muss doch möglich sein, da irgendwie hochzufahren. Hilfe! Aber wie bei so vielen anderen Dingen auch, es ist nur eine leere Textur mitten im Nichts. Okay, schade, das Gebäude ist leider nur fake. Das war's dann auch schon mit der Tokio-Strecke. Wir schauen uns mal ein bisschen genauer den Ninja-Dojo an. Der Ninja-Dojo. Also, wenn eine Strecke hierfür prädestiniert ist, für diese Mod, dann ist es ja definitiv der Ninja-Dojo. Guck mal, alleine hier am Anfang kann man doch schon irgendwie über die Dächer rüber. Alter, wo bin ich? Hallo, ich habe gerade einen sehr, sehr krassen Shortcut benutzt. Alter, was passiert hier? Ich interagiere gerade mit diesen Bäumen hier, ne? Also wir fahren gerade mitten im Nix. Man kennt ja normalerweise diesen Weg hier hin. Hallo? Oh. Okay, ciao. Ich will euch leider nicht enttäuschen, aber außerhalb vom Ninja-Dojo gab es echt nicht viel zu entdecken. Von daher geht's weiter in die nächste Strecke. Let's freaking go. Wir sind auf den Straßen Amsterdams angekommen. Und gucken uns mal gemeinsam an, was man hier so Wunderbares findet. Amsterdam geprägt von irgendwelchen Mühlen. Alter, das sind echt ein paar Mühlen. Wie weit können wir uns hier wohl fortbewegen, bevor irgendetwas passiert hier? Hallo Mühle, bist du real? Die Mühle ist natürlich nicht real, das hätte ich schon fast wissen müssen. Also die Mühlen bzw. diese Amsterdam-Strecke ist einfach nur so eine Billo-Kopie von der Kumu-Weide. Was ist denn? Alter, geht's hier tief runter. Also auch auf der Amsterdam-Strecke kann man sich gar nicht so weit fortbewegen. Und aktuell ist sehr auffällig, dass die meisten DLC-Strecken außerhalb der Strecke im Gegensatz zu den Main-Strecken des Spiels total detaillos sind. Alter, nein. Die Blumen sind nur 2D? Real Talk. Das wäre mir nie aufgefallen. Das ist mir am Rand dieser Strecke nie aufgefallen. Dass die Blumen nur 2D sind, das ist ja ultra fake hier im Hintergrund. Hä, aber das finde ich echt funny. Real Talk, das finde ich richtig funny. Okay, Donkey Kong Schikane. Es wird Zeit, dass wir uns diese Strecke hier reinzwiebeln.
Wir sind einfach durch die Tribüne durch. Oh, nee. Guck mal, warum hat das... Warum kann ich denn hier drauf fahren? Sehr random, aber zieht euch mal die Toads hier links am Rand rein. Was haben die denn in der Hand? Soll das quasi so ein Leuchtmittel darstellen? So ein LED-Streifen, um die Fahrer hier anzufeuern? By the way, setzt die Mod auch alle Boost-Panels und alles, was irgendwie mit Speed zu tun hat, außer Kraft. Und von daher können wir das Geschoss hier am Anfang der Strecke nicht nutzen. Was wiederum Vorteile geboten hatte, denn dadurch haben wir beispielsweise diesen Skilift hier gefunden. Hallo, Skilift? Hä, man kann wirklich in diesen Skilift rein, wie cool. Das ist echt cool. Ich möchte runter zu diesen skifahrenden Shy Guys hier. Nope, das funktioniert leider nicht. Schade. Hier haben wir Marios Piste. Und als ich mir dieses Vorschaubild reingezogen habe, fand ich das Schloss eigentlich in der Mitte ziemlich interessant. Ob man vielleicht irgendwas hier auf dem Schloss entdecken kann. Erstmal, by the way, geil, dass man hier oben einfach stehen kann. Mario Work Gear. Okay. Fühlt sich gerade so ein bisschen an wie Mario Odyssey an der Stelle. Ich möchte aber den offiziellen Eingang hier benutzen. Hier ist ein Zaun vom offiziellen Eingang, was uns nicht aufhalten sollte, denn wir können trotzdem einfach so hier in Peach Schloss hinein. Hello? Was ist eigentlich in den Tiefen des Waldes? Der Riggler! Oh mein Gott, was geht? Grüß dich, guck mal, ey. Ich bin auch ein Riggler. Haben wir nicht viel gemeinsam, Riggler? Okay, es sind nur noch ein paar Bäume. Tja, und wie sagt man so schön? Man kann den Wald vor lauter Bäumen nicht erkennen. Weiter geht's zur nächsten Strecke. Das ist eine der interessantesten DLC-Strecken. Meiner Meinung nach, weil es ja doch ultra viel zu entdecken gibt, selber auf der Strecke. Ist euch jemals aufgefallen, dass hier ein Duschvorhang mit Stern drauf ist? Also mir persönlich noch nicht. Guck mal, wir haben ein bisschen Spülmittel, andere Reinigungs... Ich kann hier auf dem Boden fahren? Yo, das ist cool. Alter, endlich mal ein bisschen Interaktives. Sind das japanische Zeichen? Ach, das soll nur Buchstaben darstellen. Hier ist gar nichts drauf. Aha. Guck mal, wir haben hier Blooper-Spülmittel oder so. Wollte ich schon immer mal haben. Ich möchte mit der Waschmaschine interagieren. Junge, ist die Waschmaschine riesig. Alter, wow. Ich weiß... Digga, ist einfach Mario Wonder, was wir gerade erleben. Also man muss ja wirklich sagen, dass die DLC-Strecken bisher einfach nur, ich will nicht sagen wack waren, aber bei weitem nicht so spektakulär wie das Hauptgame. Und deswegen gucken wir uns definitiv nochmal einige Strecken des Hauptgames hier an, weil man hier deutlich mehr Detail sieht. Beispielsweise hier auf Peach Rennpiste, oder heißt es königliche Rennpiste, kann man hier übers Wasser fahren. Also das Wasser hat eine Hitbox, bedeutet, dass wir einfach hier rüberfahren können. Das ist schön. Das ist richtig, richtig schön. Okay, das ist nicht so schön, dass wir jetzt einfach so durchfallen. Ach, guck mal, mir ist nie aufgefallen, dass hier am Rand solche Boxenstopp-Dinger sind. Boxenstopp-Gebäude? Kann man das so nennen? Ich nenne es einfach mal so. Und was geht hier im Background, im Hintergrund? Guck mal, zwischendrin sind überall Fallen, wo man einfach durchfallen kann. Warte mal, was steht da? Fuzzy Battery. Warte mal, Fuzzy Battery? Die sind doch gar nicht elektronisch geladen, oder? Ich glaube, wir sind hier in einer sehr, sehr großen Verschwörung auf der Spur. Fragezeichenblöcke einfach so am Rand. Aber was soll man diese Fragezeichenblöcke bringen? So, hier kommt man auch noch nach oben. Frage ist natürlich, wie weit? Komm schon, ist es möglich, so eine Röhre zu berühren? Ist es möglich, die zu berühren? Bitte, bitte sei möglich. Wirklich, bitte, bitte sei keine leere Textur. Bitte hab Leben. Bitte Röhre. Kein Leben. Stimmt ja, nicht nur auf Marios Piste gibt es Peach Schloss, sondern auch hier. Und das ist ja mal deutlich phänomenaler als auf Marios Piste. Aber leider war es nicht möglich, hier drauf zu fahren. Man ist einfach durchgefallen. Stimmt, hier in der Mitte ist ja auch so ein kleiner Berg. Nennen wir es einfach mal Berg. Wird Zeit, diesen zu erklimmen. Ey, also wenn es wirklich irgendwann mal Mario Kart Titan Sieg geben sollte, wenn das irgendwann technisch umsetzbar ist, das wäre ja so ein Banger-Versteck hier oben. Aber ich glaube, wir haben alles gesehen, was man irgendwie sehen konnte. Guck mal, man kann hier gegenfahren. Toad, wie geht's dir so? Von daher, weiter geht's zur nächsten Strecke. Die legendäre Partystraße. Wenn mich jemand fragt, was meine Lieblingsstrecke in Mario Kart ist, tatsächlich ist es diese Strecke hier. Die hat's mir in der Vergangenheit irgendwie immer angetan. So, jetzt haben wir das allererste Mal die Möglichkeit, uns diese Strecke ein bisschen genauer anzugucken. Warte, Build in Play steht hier. Das will ich mir ein bisschen genauer angucken. Toy Kit. Baby Mario schön am Spielen mit der Partystraße. Da wird man noch glatt neidisch, oder? Standard Kart. Scale. Number One. Guck mal, es gibt ja bei Mario Kart dieses... Ich habe vergessen, wie man das nennt, wo man so ein Real Life mit der Kamera mit diesem Mini-Kart herumfahren kann. Ob die Idee hier wohl schon stand? Weil ich glaube, das kam hier, diese Strecke kam als DLC raus. Ach, guck mal, hier sind solche richtigen Kart-Kits, ne? Side-View, Top-View. Hier rechts sieht man die Werte von dem Kart mit Toad. Ein wenig später ist mir ein ominöses Geräusch aufgefallen. Hört mal zu. Seit wann haben diese Dinger Geräusche?
Das ist ja voll gruselig. Aber wir befinden uns hier auf der Partystraße einfach in einem Kinderzimmer. Das ist so voll random in einem riesigen Kinderzimmer. Guck mal, wir haben hier unten sogar einen kleinen Schrank, ein kleines Regal. Yoshi's Dice Game. Boah, das Yoshi-Würfel-Game würde ich spielen. Da oben ist ein Bett. Aber ich glaube, zum Bett selber kommen wir nicht hoch. Oder? Nein. Und Zaccarino, wir sind eine Runde hier gefahren, aber diesmal nur außerhalb. Sehr schöne Strecke von außen. Der Rilde-Ripple-Weg wird bestimmt auch irgendwas zu bieten haben. Okay, die Antigravitation ist broke bei dieser Mod, wie vorhin erwähnt. Ui. Deswegen sieht das so weird aus. Alter, ich wollte schon immer mal hier in Toads Dorf herumcruisen. Hi, Freunde. Guck mal, da auf der Seite sieht man ein bisschen mehr Toad-Dorf. Einfach so eine komplett neue Strecke hier unlockt. Wie sieht wohl das Haus eines Toads aus? Erstmal ganz schön klein. Erinnert so ein bisschen an so ein Hobbit-Haus beziehungsweise an das Herr der Ringe oder Hobbit-Dorf. Ey, das ist auch wieder so cool und mit so viel Liebe gemacht, dass man doch so viel im Hintergrund sehen kann. Und statt, dass wir auf der Hauptstrecke herumfahren, man kann doch bestimmt hier bei Shy Guy durch, oder? Ja, es geht wirklich. Nee, es geht doch nicht. Hier ist eine unsichtbare Wand. Aber zumindest auf dem Dach können wir herumcruisen. Und dann fahren wir doch nochmal hier rein. Hello. Also das ist POV Shy Guy, wenn die Shy Guys uns anfeuern, wenn wir hier entlang fahren. Ich würde auch sehr gerne Fahrer mal anfeuern. Hä? Hier unten ist eine Stadt. Also hier unten sind Minen, wo die Shy Guys einfach illegale Arbeiten betreiben. Das wäre fresh, wenn es möglich wäre, hier runterzukommen. Aber das geht nicht. Hier ist überall ein Boden. Alles in allem eine sehr interessante Strecke. Weiter geht's. Freunde, jetzt kommen wir, glaube ich, zur coolsten Strecke des heutigen Parts, muss ich einfach mal so sagen. Und ich blende an der Stelle einmal die ehrenvollsten Zuschauer aller Zeiten ein, denn die haben dafür gesorgt, dass hier auf der Rainbow Road, beziehungsweise unter der Rainbow Road, in der Stadt extra eine Hitbox gemacht worden ist und dass wir uns hier in der Stadt unter der Rainbow Road umgucken können. Lass einmal ein dickes, fettes Herz bitte an diese Ehrenzuschauer da, denn jetzt haben wir das allererste Mal die Möglichkeit, uns hier unten umzugucken. Weil ich glaube, es gibt so viel Detail und so viel hier unten zu entdecken. Denn das ist ja wirklich eine riesige Stadt, die hier ist. Auch mit diesen fahrenden Autos überall oder zwischendrin, die... Wow, wo kommst du denn her? Wollen wir den Autos mal folgen und gucken, wo die so hinfahren? Alter, ich habe keine Ahnung, wo die hinfahren. Ich habe die Orientierung komplett verloren. Aber wir können auf den Häusern drauf fahren, um so ein bisschen uns so einen kleinen Überblick zu schaffen. Boah, zieht euch mal diese Stadt rein. Das ist ja mal so schön. Okay, da in der Mitte waren wir gerade. Es gibt aber von Weitem eine Freiheitsstatue mit Peach. Die würde ich mir eigentlich gerne angucken. Ich glaube, die ist auf der anderen Seite der Map. Ich weiß nicht warum, aber diese Stadt gibt mir übelste Vibes, übelste Professor Layton Vibes. Und ich frage mich, wo jetzt gerade die Grenzen dieser Mod sind. Also haben wir wirklich die ganze Zeit über eine Hitbox? Weil dann können wir ja so heftig weit rausfahren. Also wir sehen unten rechts, es ist gar kein Icon mehr vom Wriggler da. Guckt euch mal an, wie viel Detail das alles hier hat. Wo fährt dieses Auto da hinten hin? Wo fahren diese Autos da hinten hin? Hello, guys. Ich folge euch mal so ganz unauffällig. Wir fassen immer noch zusammen. Wir sind unter der Rainbow Road. Und wir sind unter der Rainbow Road in der Stadt. Wo fahren diese Autos hin? Okay, du kommst aus dem Nix. Da kommen, wie viele Autos kommen denn hier noch? Da kommen mir immer noch ein Auto entgegen und wir sind schon mitten im Nix. Leider sind die viel schneller als ich. Dementsprechend weiß ich nicht, wo die hinfahren. In was für einer Schlucht sind wir hier angekommen? Aha, aber hier ist das Ende. Hier ist das Ende. Hier ist das Ende der Map gewesen. Alter, das ist, wie riesig das ist. Aha, guck mal, wir müssen also in die Richtung. Oh, es gibt sogar ein Leuchtturm. Da will ich auch nochmal hin. Guck mal, und das habe ich letztens mal in einem Short-Video gezeigt. Ich bin diese Straße hier bereits entlang gefahren. Allein mit den Lichtern, mit den Autos, auch wenn die Autos nur Blöcke sind. Es ist trotzdem ein absolutes Highlight, dieses Game mal aus diesem Blickwinkel zu sehen. Zieht doch mal diese Brücke rein. Also, ich frage mich, was diese Stadt darstellen soll und vor allem, warum doch in Anführungszeichen so viel Detail hier reingesteckt worden ist. Weil ich habe in den Kommentaren wahrgenommen, den meisten ist nicht mal aufgefallen, dass hier eine Stadt existiert. Okay, auf geht's zu der Peach-Freiheitsstatue. Peach, ich grüße dich. Okay, Peach, ich will einmal auf dir drauffahren, bitte. Auf süß. Aha, ich glaube, wir schaffen es nicht ganz auf die Spitze. Komm schon. Wir fallen leider immer vorher darunter. Nein, aber wir schaffen es nicht ganz drauf. Schade, Marmelade. Das geht nicht. Aber... Ding, ding. Check. Wir haben sie berührt. Wo fahren diese Autos eigentlich noch hin? Ach so, guck mal, die verschwinden einfach. Zack. Hier ist das Ende von den Autos. Sollen die leuchtenden Gegenstände auf dem Wasser eigentlich Autos darstellen? Autos sage ich schon, Schiffe? Ja, das sollen Schiffe darstellen. Von der Ferne könnten sogar Schiffe sein, wenn man aus einem bestimmten Blickwinkel hier drauf schaut. Es wirkt wirklich so, als ob das mal eine Strecke werden sollte. Aber dass das wiederum verworfen worden ist, keine Ahnung. Guck mal, das ist wirklich ein Boot. Das ist ja wirklich ein Boot.
Warum ist das ein Boot und die anderen Dinger nicht? Okay, wir probieren auf den Leuchtturm draufzukommen, der halt wirklich ein Licht wirft. Das ist halt so cool. Hallo, kommen wir da irgendwie drauf? Ja, bisschen Wriggler, bisschen Wriggler. Noch ein Stück, genau. Nicht zuvor. Ah, nein! Kacke, verdammt! Ja, scheiß drauf. Der Leuchtturm existiert leider nur von einer Seite. Aber wir gucken einmal zu dieser wunderbaren Stadt rüber. Ey, das ist so cool. Und guck mal, da oben sehen wir die Strecke, die so ein bisschen verbuggt ist wegen der Mod. Wirklich unglaublich, wie die Stadt unter der Rainbow Road aussieht, oder? Und wenn du jetzt Bock hast, ein weiteres Video in dem Stil zu sehen, beziehungsweise weitere Strecken von außen sehen möchtest, empfehle ich dir an der Stelle dieses Video. Dort haben wir uns auch viele weitere Strecken angeschaut. Zieh sie auf jeden Fall rein.